Wir haben einfache Strecken dabei. Wir haben aber auch relativ komplizierte Strecken, wo man schon aufpassen muss, wo man mit der Technik umgehen muss, aber wo uns natürlich der Amarok wunderbar an der Hand spielt. Das Ding geht ja über Stock und Stein. Ich habe manchmal gedacht, es geht nicht weiter. Ist sehr überraschend, wie gut er durchzieht, weil es waren Steigungen drin, die schon es in sich hatten. Der Amarok hat gezeigt, was er kann, und das kann er. Er braucht sich nicht verstecken, keinesfalls. Also, herzlich willkommen im Oman. Salam alaikum. Der erste Tag war grandios. Also die Landschaften waren echt der Hammer. Jetzt ist Campen, das ist eine Herausforderung für mich, weil es das erste Mal tatsächlich im Leben ist und ich gerade mein Zelt jetzt doch zugekriegt habe. Ich als alter Seitenschläfer werde wahrscheinlich morgen Kreuzschaden haben. Aber oder wenn ich auf dem Rücken schlafe, werde ich euch schön einen vorschnarchen. Ich freue mich auf die Nacht im Zelt. Bei Wind wie bei uns an der Nordsee. Geil. Wir sind gut versorgt, von Schlafsäcken über Isomatten bis hin zu Wärmflaschen haben wir alles dabei.